Seid gegrüßt und willkommen zum neuen Video. Ihr habt euch ein bisschen aufgeregt, dass ich keine Langstreckentests gemacht habe. Ich habe hier zwei Taschenlampen, die hat 1300 Lumen und die hat ja bekanntlich 100.000 Lumen. Die ist auch in der Beschreibung verlinkt, das ist eine Olight Javelot Turbo und das ist hier die MS18, die ich ja schon vorgestellt habe. Die Lumenanzahl ist ja extrem unterschiedlich. Die hat ja fast 100 mal so viel. Aber was gleich ist, ist die angegebene Distanz, die die leuchten können. Die hier, die streut natürlich über den ganzen Platz und die hier, die macht im Prinzip einen sehr gebündelten Strahl. Und das werden wir jetzt vergleichen. Ich werde diesen Mann durchleuchten. Und der Test ist im Prinzip, wenn ich die Taschenlampe in ihn stecke, also beide 10 cm tief, ob es dann aus den Augen rausleuchtet. Oder wie war das? Nee, wir sind hier an der... Wir sind hier am Elbufer und werden gleich mal hier von der Brücke aus nach unten leuchten und mal schauen, wie sich das Ganze so vergleicht. Aber erstmal hier an die Gebäude. Junge, der Pöbel macht im Hintergrund Fotos. Und hier macht der Pöbel im Vordergrund Videos. Nun ein Test hier. Das Ganze ist ja nicht stockdunkel, aber na gut, in echt sieht es ein bisschen dunkler aus. Die Kamera holt da was raus. Jetzt hier mit der von Olight. So, oder 1, 2, 3. So, ihr seht ja, der Strahl ist mehr als gebündelt. Wenn ich in den Himmel schaue, kann man es hervorragend erkennen. Oh, blendet sie wieder die Flugzeuge? Ja, wahrscheinlich fliegen ja in mehreren 100 Metern tausende Flugzeuge. Egal. Grüße gehen raus an Andreas. So sieht das Licht aus. Ist ja jetzt nicht weit, sind so ja, 80 bis 100 Meter ungefähr. Also wenn du da oben stehst, könnte ich dich auf jeden Fall beleuchten. So, und jetzt die MS-18. Wir starten mit 60.000. Das sieht so aus. Ja, man erkennt auf jeden Fall einen Unterschied. Und das Licht ist halt nicht gebündelt, sondern streut sich über den gesamten Platz. Also auf der Kamera sieht es jetzt etwas gebündelter aus, das ist in echt. Und ja, ihr erkennt es. Das sind die 100.000. Junge, Junge, Junge. Eieiei. Ei, ei. Ja, das war der falsche Knopf. So. So, wir gehen jetzt dahin, wo es komplett dunkel ist. Wir fangen natürlich den Test an mit der Lampe von Olight mit 1300 Lumen. 1300 Meter Beam Distance, also Leuchtweite, haben beide Lampen ungefähr angegeben. Der Baum befindet sich in etwa 400 bis 450 Metern Entfernung, die Brücke da hinten so in 550, 600 Metern und viel weiter zu leuchten macht nicht viel Sinn, weil das ist mit der Kamera dann auch kaum aufzuzeichnen. Die Leute werden natürlich nicht geblendet, Mensch. Sowas machen wir ja nicht. Das Licht ist schon ziemlich krass, oder? Man sieht mal, wie schmutzig die Luft hier eigentlich ist in der Stadt. Deswegen sieht man auch den Lichtkegel sehr deutlich. Der Baum ist sehr schön erleuchtet. Drumherum ist kein Licht zu sehen. Also keine Beleuchtung findet statt, nur alles hier zentriert. Und jetzt 60.000 und 100.000 Lumen mit der MS-18. Man sieht kaum was, weil die Luft, die man anstrahlt, so hart blendet. Ich versuche das mal ein bisschen hier besser zu machen, ja. Man sieht jetzt den Dreck noch viel besser. So, jetzt sieht man es richtig, der ganze Platz ist ausgeleuchtet. Das ist der Baum in derselben Entfernung. Hier werden direkt alle Bäume, der ganze Platz, das ist unfassbar. Die Leute haben uns auch angeschaut, es haben auch welche gefragt, was los ist. Alles wird beleuchtet, das ist krass, oder? Ja, und genau das wollte ich euch zeigen. Einfach nur Wahnsinn.